Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Folge von Pokémon Red Edition. Beim letzten Mal sind wir ziemlich weit gekommen, mehr oder weniger. Wir haben das Nidoking entwickelt. Heute werden wir uns drum kümmern um das nächste Pokémon. Und zwar das Nidoran in männlich. Das heißt, wir geben ihm nur einen Mutstein und dann sind wir auch schon fertig mit dem Pokémon. Leider ist mir gestern ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar, irgendwie hat sich die Folge 25 nicht richtig geladen. Ich weiß nicht warum, es ist dreimal hängen geblieben, es ist dreimal reinladen. Und dann hieß es, Limit überschritten. Ja, dann Gott, das fuck, habe ich mir auch gedacht. Ja, ich werde es dann, also ich kann es auch erst in 4 Stunden hochladen, also in 4 Stunden sind erst 24 Stunden vergangen. Dann kann ich wieder irgendwie 10 Stück hochladen oder so und dann passt es wieder. Das bedeutet also erst heute wieder. Das heißt, ich werde jetzt einfach wieder weiterdrehen und dann das erste Folge wieder hochgeht, wird dann die Folge 25 sein. Wir sind aber jetzt in der Folge, warte mal, 26, in der 28. Folge. Also, naja. Das Zapdos tausche ich mit Knappraus. So, das müssen wir noch ein bisschen jagen. Das Endlevelchen. Ah, fertig. Item. Nidorino und zu Nidoking. Rückstell zu erlernen, aber kann nicht. Ja. Warte mal, Energiefokus. Was auch immer Flug gesucht, da ist glaube ich so eine kleine Scheißattacke, ne? Fluchtlehrer. Und auch dann ist er verwirrt, glaube ich, mit dem Rätsel. Ich kenne mich in der ersten Fluchtlehr nicht aus, um ehrlich zu sein. Ablegen. Warte mal, Platz wechseln. Ja. Ablegen, Nidoking. Als nächstes kommt wer? Eigentlich sollte ich mich drum kümmern, um das Visasam hier. Dann machen wir dazu. Ja, jetzt lassen wir uns. Komm, Visasam. Visasam, du Drecks-Pokémon, du Verarschen. Du bist so ein scheiß Pokémon, Junge. Visasam ist das größte Opfer-Pokémon, das ich jemals kennengelernt habe in der Elite-Edition. Selbst das gottverdammte Radikal ist besser, Alter. Selbst ein scheiß Kokuna mit Herzer kann besser als ein scheiß Knopf, Digga. Bisa Floor, Alter, auf Level 100. Ich fällt halt mehr Schaden aus mit seinem Herzer. Also wirklich, also das ist, ich habe noch nie so eine Hardcore-Beleidigung gesehen für einen Pokémon. Also, also restlos, also da schüttel ich bis heute in den Kopf, Digga. Also, Real Talk, also so ein Dreck habe ich noch nie erlebt, Digga. Dragoran! Also so ein Schmutz von Pokémon, Digga, unglaublich. Ah, schon die erste Entwicklung hinter sich, bitte. Topinesum. Ah, ich muss wieder ein bisschen Topinesum kaufen mit dem Nachnamen, oder? Also. Ich glaube, ich mache das gleich noch. Ich sage ja nicht, aber viel. Das bedeutet, wir machen den hier. Item. 1, 2, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, was halt der Mann? So ein dann machen wir den hier, da so, dann machen wir den hier, dann machen wir den hier und schon auf und ab. Vielen Dank, ja klar, nicht doch. Was kann ich davon erfahren? Okay. Na dann, zeig, was du drauf hast. Danke, Item. Hat's geklappt? Hat wunderbar geklappt. Ja, warte mal. Zappi fliegen, zack, und da rein, und dann so, und dann gleich so, und dann hier, und dann dort.
So, dann das geht. Weiter geht's. Surfen. Der Surfmodus. Und weiter geht's. Hypnoschen. Boom. Du trägst Wotze, Digga. Du trägst der Pozze. Warte mal, wo ist denn das hier? Gift gleich mal beheben. Nachbar, Psychokäse. Ach, halt. So. Aber mein Nachbar switcht schon mittlerweile. Also dafür, dass es so minimal vom Level her ist, ist es schon ganz gestört, das Nachbar. Schon, also ist schon Respekt, Digga. Also was ist drauf, Digga? Wie mein Donner. Ja, geht alles zu nehmen, ne? Ich hab diesen Top-Exil. Let's go, let's go. Drag around. Na klar, der Wichser muss unbedingt bei Drag around vergiften. Oh, heute haben wir Donnerstag. Oh, heute haben wir Donnerstag. Ach, scheiße. Heute läuft was mit dem Ziel mit. Das hab ich vergessen. Na egal, wir sind jetzt im Video, also egal. Anschlag, Anschlag. Heute habe ich schon ein paar Videos zu drehen, tatsächlich. Da muss ich jetzt gucken, wie ich dann noch die Folgen gucke, wenn ich die Folgen gucken werde. Anschlag, noch Anschlag, und gebombt. Und Anschlag. Und gebombt. Was? Speziell? Achso, ja, stimmt. Wurde ja übertragen quasi. Na ja, damit levelt es aber schnell. 36 glaube ich, ne? Nein. Gib mir. Digga, immer der und seine behinderte Vergiftung. Geht mir so langsam auf den Keks, Digga. Entweder ist paralysiert oder aber ist er getötet. Was ist das in der Logik? So, geht doch! Nee, diesmal hat sich die Paralyse. Ich hab keinen Bock mehr. Na komm. Schade, dass er nicht erdbeben kann, was ist denn für sowas? Ich müsste eigentlich. Also eigentlich müsste ich das auf dem Drago antauschen und dann ihn bumsen mit Erdbeben. Warum kann der kein Erdbeben? Er kann ja kein Erdbeben. Stimmt ja. Ich kann ja keine Erdbeben, das kann Glühwein bloß. Toll. Na egal, dann muss man auch damit leben. Danke für die Statusänderung, du Vollhorst. Du hast dämliches. Ach, Level 30 schon, Digga, der geht so fix. Das geht so dermaßen schnell, also unglaublich. Ups. Na komm mal hin, du Hund. Drag around, rush dich, danke. Das bin ich mal. Hua, komm mal was. Lappi, 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 Bumsi, Bums. Nein! Das lohnt sich nicht mehr, da kann ich das hinfliegen. Das ist doch scheiße.
Na egal, zwingen wir mal wieder ein bisschen Pokémon nachzurüsten. Pokémon Relax und Surfer. Klappers, neuen Einstrahl. Jawohl, wieder warm mit zu dieser Floor. Was kann es? Tackle, Heuler, Giftpuder, Rasierblatt. Dieses Rasierblatt, was ihr da seht, das ist die einzige Attacke überhaupt weit und breit, die ihr beherrscht. Ich könnte ihn jetzt ohne Witz, ich kann ihn nur noch Solarstrahl beibringen, dann war's das. Dann hat er keine Attacke mehr. Dann ist es vorbei, Digga. Dann hat er nur Solarstrahl. Das, wenn überhaupt Solarstrahl kann, warte mal, ich schau mal ohne Witz, okay? Also das, also normalerweise, wenn ich ein Mensch, der keine Attacken kennt, cheatet. Weil, also, wenn dann auch Spaß, so aus Fun, so, aber eigentlich nicht dafür, dass, wenn ich was ehrlich abspiele, dann soll es auch ehrlich bleiben, ja? Warte mal. Ohne Witz, ich hab mich, also, vielleicht in den letzten Jahren oder so, hab ich aus Spaß nochmal die Erotische Edition gespielt. Nur so ein bisschen. Ich hab's einfach aus Spaß nochmal neu angefangen, weil ich davor schon durch war, davor durch war und davor auch wieder durch war. Hab ich mir, okay, komm, mach mal nochmal durch. Und ich habe mich so verarscht gefühlt von diesem dieser Floor. So verarscht. Dann habe ich ihn einfach Erdbeben, Dings, Erdbeben, Psychokinese, Eisstrahl und Blitzer Dings, Eisstrahl beigebracht. Also ich habe mich so verarscht gefühlt. Unglaublich. Wir haben aber auch schon 11 Minuten. Warte mal, dieser Floor. Also. Pass auf, Generation, erste Generation, okay? Also, was es an sich, was es kann, das Rasierblatt, was ihr jetzt seht, ist das einzige, was er kann. Solarstrahl kriegt er mit Level 75. Das ist doch ein Witz, das ist doch ein scheiß Witz, Digga. Das, was er noch kann, ist, kann halt noch Rankenhieb. Was soll ich mit Rankenhieb? Und jetzt pass auf, die TMs, die ich ihm beibringen kann. Schwertanz, Toxi, naja, Bodycheck, Risikotackle, Hyperstrahl. Das wäre halt vielleicht noch clever, aber was ist bei Hyperstrahl? Warte, da fällt eine Attacke aus. Ganz toll. Dann haben wir noch Solarstrahl, Megasauger, was Megasauger ist, ist dann witziger. Megasauger ist gerade mal 40 Kraftpunkte. Ja, das ist gar nichts, das ist Megasauger. Schießt du an der Faust mit Megasauger, fehlt so wenig, dass es sich so in den Temp macht, der Gegner. So sieht's aus. Das bedeutet, diesen Pokémon kannst du wirklich nur Hyperstrahl beibringen. Solarstrahl, Rasierblatt und Rankenhieb. Alles andere ist ein Witz. Ist ein Witz für sich. Also es ist doch ein Scheiß. Das ist doch. Das tut mir leid, das ist ein Witz des Todes, Digga. Also wirklich. Also, ah. Oh. Und Rankenhieb kann ich nicht mehr beibringen, weil es schon Level 33 ist. Das macht doch keinen Sinn, Digga, warte mal. Er ist Level 33, aber es ist schon dieser Floor, warte mal. Gibt's da nicht dieser Knosp? Sekunde mal, oder bin ich jetzt auf dem Kopf hängen geblieben? Bei dem Typ ist doch dieser Knosp, oder? Nee, dieser Floor, okay. Ja, also wie ich schon sage, also, oh. Und zwei Attacken habe ich davon gar nicht mal. Das bedeutet, Giftpuder behalten wir und geben ihm noch die zwei Attacken. Den Solarstrahl und das andere. Und das noch, versteht, und das noch ein Starter. Weißt du, ich meine, es ist ein Starter-Pokémon. Es ist ein Starter. Stell dir mal vor, du fängst an, Digga. Du hast keinen Plan von Pokémon. Du hast damals angefangen, in 1997, wenn es rauskam, ja? Und dann kommt dir so ein Scheiß, Digga. Und dann hast du das Ding als Starter gewählt, Digga. Und dann wirst du von vorne bis hinten verarscht. Also da würde bei mir, also. Boah. Ich hab das Ding damals, weil ich für ein Video das gemacht habe. Für ein Video habe ich dieser Floor damals genommen. Weil ich musste, ne? Ich komme bis heute nicht drauf klar, Digga. Bis heute nicht. Hm.
Moment mal kurz. Also selbst in der 8. Generation ist das ein Scheiße. Er kann Hyperstrahl, Zauberblatt, Solarstrahl, Gigasauger, Schutzschild und solche Schutzschild, Sonntag, Meteorologe, Kugelsalat, Giftschock, naja, Dampfwalze, Tuchschlag, Schwertanz, Amnesie, Vegetat, Matschbombe, Samenbomben, Energieball, Blattsturm. Ja, mit Blattsturm geht schon, also Streichler und Kraftschub. Ja, ja. Er sieht, also die meisten Attacken hat er nicht, der ganze. Also. Und in der ersten Generation ist es, also das ist doch ein Witz. Also in der zweiten Generation, was ich ihm beibringen kann, ist Antikkraft. Aber Antikkraft gibt es gar nicht in der ersten Generation. Ich könnte ihn, also Synthese gibt es zum Beispiel auch nicht und Lockdown gibt es zum Beispiel, glaube ich, weiß ich nicht genau, ob es in der ersten Generation Lockdown schon gibt. Aber, also. Na ja, dann, wenn du nichts so sorgen, dann hole ich dir mal Hyperstrahl und also TM15 und TM22 raus. TM22. Hä? Wo ist TM15? Nee, Da TM22. Wo ist TM15, Digga? Überschreit habe ich wahrscheinlich noch gar nicht geholt. Oder? Ich hab noch keinen. Wo ist denn der Hundort? Und Hyperstrahlen. Hyperstrahlen bekomme ich in Prismania City. Okay, warte mal, dann machen wir das so. So. Und wenn, dann hat das schon irgendwo verdient, das Richtige zu kriegen, oder? Also, wenn es schon ein scheiß Witz ist, Digga. Also wenn es schon echt, also das ist doch eine Verarsche. Also eine Verarsche. Also so heftig, dass... Uff. Uff, Mundgummi. Also, habe ich meinen Mundgummi eigentlich gelöscht gehabt? Ich glaube nicht, oder? Aber ich hätte ihn auch eigentlich noch brauchen müssen. Verpiss dich, du Fettsack. Da, den 15. Okay. Jetzt habe ich nicht nachgeschaut, wie viel. Shit. Willst du mich verarschen, Digga? Ich bin doch gerade in die Dings rein. Mann. Piss dich, Fettsack. Piss dich. 5. Was ist TM50 eigentlich? Ist Delegator, Digga, was soll ich mit Delegator? Oh mein Gott. Was ist TM23? Drachenhut. Oh! Drachenhut! Oh! Digga, warum stellt er sich eigentlich jedes Mal in den Weg, Mann? Hast du keine anderen Hobbys? Da hat Tini Sichtler Porygon. Und das Porygon muss auch noch sein, ne?
Achso, ich habe mir damals mal ehrlich, das 9999 ehrlich gespielt, Digga. Ich saß 6 Stunden in dieser Maschine und hab drauf geklickt und geklickt, weil ich dieses Brillium haben wollte. Dann hab ich da nicht eingetauscht. Digga, und dann, Alter, hab ich gemerkt, das Ding ist Level 30 und scheiße. Bin 5, ne? Diese Münzen hier sind, die kann sich im PK-Hack zum Beispiel auch hacken. Aber das will ich gar nicht. Ich würde die Männer schon kaufen. Problem ist, ich kann den Autoklicker drauf laufen lassen. Das ist echt, also das dauert ewig. Ich meine, das ist immer ein bisschen schneller. Was kriege ich eigentlich bei der? Kriege ich bei der? Ich glaube, bei der kriege ich einfach nichts. Digga, auf der feuerroten Edition, weißt du, hast du wenigstens die Möglichkeit, Daumen aufzuholen. Also, das ist doch ein Kampf des Todes, ey. Oh nein, das ist nur für den Hyperstrahl. Ich kenne ja einen Sack Hyperstrahl sehr gut. Ich sag nicht, dass es schlecht ist, aber dieses Aussetzen, das ist nicht so recht, weißt du? Dann kannst du hier, du wirst ja gleich angegriffen werden. Also dieser Flow ist doch nicht gut. Das Ding ist doch bereit für die Tonne, Alter. Ja. Und durch die zweite Edition kann man herausfinden, ob es ein Männlein oder Weiblein ist. Finde ich voll cool. Weil du kannst das gar nicht reinsehen in der ersten Mission, ne? Ich meine, viele gleich haben was. Keiner kauft so viel ein wie ich, oder? Dann denkst du, ich habe einen Vollidioten gekauft, der hat die Münzen gekauft ist und geht nicht mehr. Und alle verkauft. Für ein Geschenk. Für ein DM. So, noch ein bisschen. Mein Daumen tut langsam mehr, ja. Ich hab den Controller in die andere Hand, in den kleinen Mal gesetzt, wenn ich den Controller reihe. Ist nämlich angenehmer zu kicken, ein bisschen. So. Item. Alle können das. Alle. Ah, das kann ich. Überstrahl weiterhin. Oh. Warte mal. Warte mal. Ich will nicht keinen Bock wieder die 5000 mal anzuklicken. Kannst du 3, 4, 5, 6. Münzenkauf kann ich damit auch wieder ablegen. Ablegen Münzen. Dann erklärst du mir mal, mein Freund. Danke, see you later, Alligator. Wir müssen nachher noch von jeder und so fallen, um zu tauschen. So, okay, 15. Ja, machen wir eine Attacke weg. Zapdos. Ich meine, schaut euch Bornschnabel an, das ist doch ein Nutzbornschnabel. Da soll er wenigstens Superstrahl drauf haben. So, dann würde ich sagen, geht's weiter. Zapdos fliegen. Auch mit der Liste natürlich. Warte mal. Also wenn dann schon richtig ist. Also wenn dann richtig. Warte mal, ich hab nicht mehr so viel Akku, aber ist egal.
Und so, zack, 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 und noch das letzte Rasierblatt ab. Hier habe ich noch 23 Stück Rasierblatt und nochmal Rasierblatt. Danke dir, dein Pokémon Center. Dann. Warte mal. Dieser Flammenabgang, der Firma zerschied. Damals, ich glaube ganz am Anfang, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie nach einem Reset war oder so. Ich kann mich aber ganz dunkel erinnern, dass ich mal einen Chigi hatte als Starter. Das hat sich aber dann schnell verworfen. Ich glaube, ich habe mir gesagt, okay, komm, lass mal den anderen jetzt wählen, nicht mal Uak. Aber sonst. Pokémon, was kann der Chigi eigentlich? Tackle Rückenschlag. Ich meine, dem Chigi kann ich ja weitaus mehr beibringen. Und läuft jetzt ein Genesung. Und wir sind hier geliebt. Und schon entwickelt. Warte mal. Also, warte mal, ich will mal unbedingt wissen. Aber das sage ich euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir in der nächsten Folge uns wieder. Das bedeutet ein paar Minütchen, also 20 Sekündchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da und ein Abo da. Das freut mich natürlich sehr. Lasst mir auf alle Fälle einen Kommentar ab. Das ist mir auf jeden Fall wichtig, damit ich weiß, wer mich supportet. Das ist natürlich wichtig. Dann sehen wir uns in den nächsten Folgen, ja? Auf rein, bis dann, ciao!